Wir sind heute mit der Freiberger Eisenbahn unterwegs und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir befahren die einzige Linie der Freiberger Eisenbahn, nämlich von Freiberg nach Holzhau. Und den Streckenverlauf seht ihr hier auch schon auf der Karte. Und wir schauen uns hier erstmal die Einfahrt unseres Zuges heute an. Ja, wie ihr sehen konntet, es ist eine Regio-Shuttle, insgesamt drei Stück, hat die FEG Freiberger Eisenbahngesellschaft. Das Ganze ist Tochterunternehmen von Transdev, deswegen auch die typische Transdev-Lackierung. Früher hatten die Fahrzeuge eine gelbe Lackierung, heute eben das typische Blau von Transdev. Dieses Bahnunternehmen ist hier seit 2000 im Einsatz, als die Deutsche Bahn die Strecke dann nicht mehr betrieben hatte. Ist dann die FEG eingesprungen und betreibt diese Strecke noch bis heute. Es ist die einzige Strecke, die die FEG bedient und ist auch nur ein Teil dieser Strecke, denn die beginnt eigentlich in Nossen und führt dann nach Freiberg. Dieser Abschnitt ist zwar nicht stillgelegt, wird aber aktuell nicht mehr bedient. Und auch Holzhau ist nicht das eigentliche Ende der Strecke. Sie führte früher nach Tschechien bis nach Moldau. Dieser Abschnitt ab Holzhau ist aber leider stillgelegt und auch abgebaut. Wir sind hier also im nördlichsten Teil des Erzgebirges unterwegs, in einem langgezogenen Tal, haben mal mehr, mal weniger größere Ortschaften entlang dieser Strecke. Unsere Zwischenstationen sind Bertelsdorf, Lichtenberg, Mulda, Nassau, Klausnitz, Bienenmühle, Rechenberg und dann Holzhau. Teilweise haben diese Orte auch mehrere Bahnhöfe. In Bertelsdorf bestand Anschluss nach Großhartmannsdorf, in Mulda Anschluss an eine Schmalspurbahn nach Seida. Weitere Anschlüsse gibt es dann nur noch in den nicht mehr in Betrieb befindlichen Streckenabschnitten. Landschaftlich ist die Strecke sehr reizvoll, ohne dass man jetzt größere Panoramablicke oder größere Kunstbauten hat, aber man ist einfach immer in einem wunderschönen grünen Wald und Natur unterwegs und ihr seht, wie grün die Landschaft hier ist. Das Video wurde aufgenommen zu dem Zeitpunkt, als nur wenige Kilometer weiter aufgrund extremer Trockenheit diese massiven Waldbrände in der sächsischen Schweiz waren. Also auch hier das Klima war eigentlich sehr, sehr trocken. Dennoch alles grün. Also ihr seht hier wirklich, selbst bei solchen extremen Sommern, wie wir sie jetzt hatten, ist es hier in der Region immer noch grün und das macht auch so ein bisschen die Schönheit dieser Strecke aus. Die Züge sind auch in der Regel nicht sonderlich voll. Eben weil die Ortschaften entlang dieser Strecke eher kleiner sind. Wir waren jetzt hier am frühen Morgen unterwegs in Richtung Holzhau. Da braucht man sowieso nicht davon auszugehen, dass der Zug voll wird, denn dann ist es eher andersrum, dass die meisten aus dem Erzgebirge in Richtung größere Städte fahren, um dort zu arbeiten. Wir sind also quasi entgegen der Massen gefahren. Von daher war unser Zug quasi komplett leer. Touristisch ist diese Bahn natürlich auch von Bedeutung. Zum Beispiel gibt es seit dem Jahr 2000 den Bahnhof Holzhau Skilift, den wir hier auch gleich erreichen werden. Denn in Holzhau gibt es ein kleines Skigebiet. Das heißt, für alle aus Chemnitz, Dresden und Umgebung kann man hier also mit der Bahn auch ganz gut zum Skifahren anreisen. Der Bahnhof liegt in unmittelbarer Nähe zum Skilift. Ja, hier seht ihr auch gerade einen kleinen Bach, das ist die Freiberger Mulde und dem Tal der Freiberger Mulde folgen wir hier eben auch. Hier seht ihr jetzt im Hintergrund die Skilifte von Holzhau und den Haltepunkt Holzhau Skilift. Den gibt es eben erst seitdem die FEG die Strecke übernommen hat, seit dem Jahr 2000. Und dahinter erreichen wir dann nun auch gleich unseren Ziel- und Endbahnhof Holzhau und somit auch das heutige Streckenende.
Früher führte die Strecke von hier aus, wie gesagt, noch weiter über Teichhaus und Hermsdorf-Rehefeld nach Moldova in Tschechien. Der Streckenabschnitt ist leider komplett abgebaut. Wir steigen hier einmal aus und schauen einmal hier den Bahnhof an, noch mit zwei Gleisen, kleines Bahnhofsgebäude, zwar nicht sonderlich guter Zustand, aber noch vorhanden. Daran sieht man auch, früher war das hier noch deutlich von größerer Bedeutung, eben als es noch den grenzüberschreitenden Verkehr gab. Ja, und wie die Strecke, die stillgelegt ist, heute aussieht, das schauen wir uns im nächsten Video an, denn wir machen uns jetzt zu Fuß auf den Weg in Richtung Moldova. Und im nächsten Video zeige ich euch eben den stillgelegten Teil dieser wunderschönen Bahnstrecke. Das gibt's aber erst im nächsten Video. Wann das kommt, das seht ihr hier. Denn das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video dann kommt. Wie immer sage ich vielen Dank und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.